Hallo? Bist du daheim oder bei Anna? Ich bin daheim. Ich glaube, es geht bald los. Echt jetzt? Ich habe geblutet. Oh shit, okay. Aber also ich jetzt, also nicht schlimm, also ich soll jetzt noch abwarten. Ich habe jetzt im Kreißsaal angerufen. Ja. Ja, okay, ich komme gleich kurz vorbei. Okay. Ja, ich ruhe mich jetzt einfach erstmal um. Okay, es geht los. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Es waren, glaube ich, tatsächlich Wehen, Vorwehen, keine Ahnung. Nachwehen. Also ich bin auf Toilette gegangen und hatte dann beim Abwischen Blut, so schleimigen Blut. Ich habe auch beim Kreißsaal angerufen. Die meinten, es hört sich nach einem kleinen Pfropf an. Ich soll das Kleiner jetzt. Tropf. Gibt es Pfropf. zwei Tropfen oder was? Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, genau, hat sie gesagt, ich soll jetzt mal eine Einlage reinmachen. Und wenn es weiter blutet, soll ich auf jeden Fall kommen. Wenn es aufgehört hat zu bluten, dann soll ich es noch weiter beobachten, je nachdem, ob Wehen kommen oder nicht. Und wenn ich mir zu viel Gedanken mache, dann soll ich auf jeden Fall kommen. Also, heute öffnet sich der Muttermund. Ich glaube, der Das Kind ist bestimmt ganz gesund. wenn der Schleimpropf sich löst, dann öffnet sich, glaube ich, der Mund. Also das ist ja der Deckel, der Stropf, der. Keine Ahnung, ich will auch gar nicht so detailliert wissen, wie die Ich hab's ganze Anatomie funktioniert. fotografiert, hab's Leo gezeigt, Leo, also. Okay. Update. Also ich liege jetzt gerade im Bett und tracke meine Wehen. Die waren die ganze Zeit bei circa so 10 Minuten Abständen. 10, 11 Minuten. Und jetzt verkürzen sich die Abstände. Mal schauen, ich werde das jetzt noch weiter beobachten. Aber die letzten drei Wehen waren jetzt alle bei 8 Minuten. Ja, aber bisher muss ich sagen, also die Wehen, die sind voll aushaltbar. Also die tun jetzt nicht weh, das ist irgendwie auch kein Schmerz so richtig, sondern einfach nur so ein, also schon leicht, ganz leichter Schmerz im Rücken. Aber noch auszuhalten. Bin ich mal gespannt. So, wir packen schon mal unsere Taschen. Also ich habe die ja schon seit 10 Wochen ready. Seit einer Ja. Minute. Leo packt jetzt seine Sachen. Aber wir gehen noch nicht ins Krankenhaus. Ich hier tracke jetzt noch weiter die Wehen. Und ja, dann schauen wir mal. So, ich habe mir jetzt mal ein Bad eingelassen. Die Wehen werden auf jeden Fall stärker jetzt. Und jetzt schaue ich mal, wie es jetzt ist in der Badewanne. Wenn die dann stärker sind, dann machen wir uns, glaube ich, auf den Weg. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Krankenhaus, weil die Wehen werden immer stärker und tun immer mehr weh. Wir haben ein bisschen Angst, dass es mir schlimmer geht bei der Autofahrt, weil wir fahren jetzt 30 Minuten dorthin. Und lass uns erstmal anschauen. Das Nervige ist halt, dir sagt keiner richtig, ja, guck bitte mal, nö, noch nett und so. Was für. Keiner erklärt dir, wann der Punkt ist, dass du ins Krankenhaus gehen sollst, oder? An sich schon, aber irgendwie ist es voll schwer einzuschätzen irgendwie. Also die sagen ja, wenn die Kontraktionen halt immer schmerzhafter werden und der Abstand geringer und so weiter. Das ist ja alles offensichtlich gegeben. Genau, der Abstand ist gering. Ich weiß ja nur nicht, weiß nicht, jeder hat ja ein anderes Schmerzempfinden. Nachher kommen wir da an und dann sagen die so, der Muttermund hat sich 0,0 geöffnet. Aber wenn du jetzt alle 5 Minuten Wehen hast, dann bist du, dann ist doch dein Körper gerade dabei, dieses Kind abzustoßen. Dementsprechend, dann fahren wir jetzt, dann sagen die jetzt, nö, dann fahren wir in 3 Stunden wieder hin, oder was? Bullshit. Oder in 6 Stunden, ist doch scheißegal. Wenn du dich doch besser fühlst, damit jetzt dorthin zu gehen, dann sollen die es doch aufnehmen, das ist Kacke, oder? Ja, ich glaube halt einfach für die. Einfach für mein Wohlbefinden. Boah, es fühlt sich so richtig an, als. Als? Boah, jetzt muss ich so kacken. Einen richtigen Riecher.
bin ich schon 7 cm geöffnet. Also ist der Muttermund schon geöffnet. Krass. Hat sie das Licht der Welt erblickt. Heute hat Kat ihr Kind gebärt. Ich denke, Kat wird euch in Ruhe alles nochmal ganz genau erzählen. Heute ist so ein aufregender Tag, es ist sonniges Wetter, richtig schönes Wetter. Es ist schon ein bisschen zu heiß, aber wir wollen uns nicht beschweren. Und heute dürfen wir sie auch zum allerersten Mal besuchen. Also heute ist sie geboren und wir dürfen sie direkt besuchen. Richtig nice. Habe ich gar nicht damit gerechnet irgendwie durch Corona und so weiter. Und da, ich dachte irgendwie, das ist alles viel strenger. Aber wir dürfen sie tatsächlich schon heute Nachmittag besuchen. Also ich, Juli, Eliana und wir holen noch Leos Mom ab. Wir gehen dann zu viert die beiden besuchen. Ich denke, wir werden auch der einzige Besuch bleiben heute. Ein paar Barbie. Hast du dabei? Für Lorena und mich. Echt? Eine für mich und eine für Lorena. Freust du dich schon? Die Ballerina ist für mich und die andere ist für Lorena. Lorena, bist du schon aufgeregt? Ja. Yeah! Wenn Lorena draußen ist, für Papa Geburtstag. Ja! Heute ist dein Geburtstag, Papa. Nein. Es dauert noch ein paar Tage, Schatz. Eliana freut sich so, das ist so cute. Wir sind im Auto und ich hole jetzt gerade Mara ab. Hallo. Hi, mein Schatz. Hast du dich schick gemacht, hä? Nö, gar nichts. Wo ist mein Kind? Da. Wo willst du hin, Schatz? Hallo, Nanni. Alter, der hat schon richtig viele Haare. Heute schon bekommen. O1. Ja. U2. Weil sie 4000 Kilo wiegt, bei ihr regelmäßig der Blutzucker. Ah. Warum hat Lorena das hier? Eine Stunde hat die Geburt. Warum hat Lorena das hier? Drei Stunden. Ja, guck mal, nee, nicht 3 Stunden, war um 11 sind wir erst im CTG und da habe ich ja gesagt, so, ich weiß nicht, ob ich wen habe. Dann war ich um 7 cm auf. Also von ich hab so von, genau um 11 sind wir hier angekommen. Und um 2:02 Uhr kamen wir. Krass. 5:02 Gramm, Leonardo. Guck mal, Elias hat schon ganz große Füße. Ja. Noch kleiner. Ja, und zum Glück habe ich, ich hab direkt so Bodies mitgenommen mit 56. Ja, voll gut. Ja. Was ist das hier? Das ist ein Stillkissen. Das ist auch noch ein Stillkissen. Warum? Das kann ich dann benutzen, damit ich meine Hand so ablegen kann. Ja, ist halt so warm. Welches ist warm? Siehst du mich? Siehst du mich, Mama? Du musst den Daumen wegmachen von der Kamera. Oder siehst du mich? Ja. Hi. Elena, dein Finger ist, glaube ich, vor der Kamera, oder? Nö. Sicher? Jetzt zeig, guck doch mal durch. Sieht man mich? Ich sehe dich. Lass sie doch jetzt erstmal trinken. Lorena! Lorena! Lorena!
Lorena. Wir sind jetzt immer noch im Krankenhaus. Und Kat versucht gerade zu stillen, aber die schläft. Also Eliana war auch so, dass sie sehr dass man sie am Anfang sehr schwer stillen konnte, weil sie die ganze Zeit geschlafen hat. Lorena. Okay, wir gehen heim. Nein. Dann hör jetzt auf, hier rumzuschreien. Aber ich möchte Lorena jetzt haben. Lena, du hast sie ja schon dreimal gehalten. Nicht dreimal, zweimal. Das waren dreimal. Ja, zweimal. Sicher? Ja, und hat das nicht gereicht? Nee. Lena, Mama hatte sie 5 Minuten und dann hast du schon rumgestresst. Dass du sie haben willst. Wir sind wieder back home. Ich habe Trüffelpasta gemacht für uns. Boah, ich zitter voll. Ich muss, glaube ich, die Kamera hinstellen. Du hast gewonnen. Mhm. Und Eliana, wie fandest du es heute? Deine kann man nicht so machen, oder? Nee. Bei deinen sind mit Soße. Eliana, wie fandest du es heute bei Lorenchen? Schön. Ja, du würdest die ganze Zeit mit ihr kuscheln. Morgen kann sie zu mir kommen. Nee, leider nicht, Eliana. Wir bleiben morgen noch im Krankenhaus, weil sie wird noch untersucht. Weil man das macht. Ob alles da ist, ob alles dran ist. Ob alles gesund ist. Oh, guck mal, die Fernbedienung. Hier war die Fernbedienung, Eliana. Ja, wir sind bis abends bei Kat geblieben und haben noch ein bisschen Zeit mit denen verbracht. Und mit Lorena? Ja. Und die werden voraussichtlich am Samstag dann nach Hause gehen, also übermorgen. Morgen wird werden noch Untersuchungen gemacht und ich glaube, am Samstag wird dann die U2 gemacht. Oder U1? Oder war die U1 schon? Ich weiß gar nicht. Wo ist die Fernbedienung? Ich kann mich irgendwie auch gar nicht mehr erinnern, wie es bei mir war damals. Auf jeden Fall werden wir morgen nochmal hingehen. Und zwar wird meine Mom dann auch mitkommen. Die sieht sie dann zum allerersten Mal. Deine Mama, Oma Lisa. Oma Lisa, genau. Wer soll? Und wie heißt es sonst? Sorry. Hä? Was für ein Land? Es kommen noch ein paar Freunde vorbei. Und das war's dann auch schon mit dem Tag. ja, ich würde sagen, ciao für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!